In diesem Video zeige ich euch 5 Tipps, die euch helfen sollen, die Elo von 1500 zu erreichen. Wenn euch dieses Format gefällt, dann abonniert auch gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Jetzt aber direkt zum ersten Tipp. Den ersten Tipp, den ich mitgeben möchte, ist, die Öffnung nicht überzubewerten. Viele Spieler, besonders Anfänger, denken, dass die Öffnung das Wichtigste im Schach sei. Und dieser Gedanke liegt ja auch gar nicht mal so fern, da jede Partie ja die Eröffnung beinhaltet, wohingegen nicht jede Partie ins Endspiel geht. Trotzdem ist es insbesondere als Anfänger nicht gut, den hauptsächlichen Teil seines Schachtrainings darauf zu verwenden, eine Eröffnung zu pauken. Wichtiger ist, dass man die 3 goldenen Regeln verinnerlicht, das heißt, dass man seine Figuren entwickelt, das Zentrum besetzt und dass man für Königssicherheit sorgt, das heißt, dass man rochiert. Dazu gibt es auch schon jede Menge Videos, also falls ihr da noch Unsicherheiten habt, schaut euch das gerne an. Und das ist deutlich effektiver. Das heißt, wenn ihr euch nur an diese Regeln haltet, werdet ihr oftmals oder fast immer eine sehr gute, spielbare Stellung erhalten. Und das Pauken von 4 Theorie bringt auch gar nicht so viel, weil wenn ihr euch hier elendig lange Französisch-Theorie angeguckt habt, ihr jetzt euch freut, dass euer Gegner hier Französisch spielt, spielt er hier, was weiß ich, Springer C3, und auf einmal spielt der Gegner A6 oder der Gegner spielt B6. Natürlich sind diese Züge nicht gut, aber sie bringen euch aus dem Buch, weil auf diese Züge habt ihr euch locker nicht vorbereitet. Das passiert ganz, ganz oft. Das heißt, eure Gegner sind ja auch Spieler in eurer Spielstärke. Das heißt, sie sind auch nicht theoriesicher und spielen komische Züge. Das heißt, konzentriert euch auf die Öffnungsregeln, entwickelt eure Figuren, zieht die Dame nicht zu viel raus, bringt euren König in Sicherheit, dann seid ihr, schon, was die Öffnung angeht, gut ausgerüstet. Der zweite Tipp fokussiert sich aufs Endspiel. Viele Anfänger vernachlässigen das Endspieltraining, aber es ist von elementarer Bedeutung. Viele Partien werden erst im Endspiel entschieden und wer sich hier auskennt, wird signifikant mehr Punkte mitnehmen. Dazu gehören natürlich so grundlegendes Wissen wie das Mattsetzen, also Mattsetzen mit Dame und Turm oder mit den Läufern, und wer sich besonders herausfordern will, kann sich auch gerne das Mattsetzen mit Springer und Läufer anschauen. Aber auch Begriffe wie Schlüsselfelder oder die Philidor-Stellung solltet ihr schon mal gehört haben. Auch auf Lichess kann man Endspiele sehr gut üben. Dafür müsst ihr, ich zeige es euch einmal, hier oben auf Lernen gehen, dann auf Trainieren. Und hier findet ihr jede Menge sinnvolle Aufgaben. Das heißt, hier oben könnt ihr Schachmatt üben. Und wenn ihr etwas runterscrollt, habt ihr hier einmal noch grundlegende Taktiken. Und hier findet ihr auch Bauern-Endspiele. Das heißt, hier sind die angefällt. Angekündigten Schlüsselfelder, die ihr euch auf jeden Fall angucken solltet, oder die Opposition, das ist natürlich auch ein extrem wichtiger Begriff im Schach, den ihr auf jeden Fall kennen solltet. Wenn ihr euch damit vertraut macht, werdet ihr deutlich mehr Punkte mitnehmen bzw. auch verteidigen können. Das heißt, im Endspiel geht es ja nicht immer nur darum, zu gewinnen, sondern man kann ja auch hier der Schwarze sein, das heißt, der Gegner hat einen Bauern mehr, und wenn man sich mit den Schlüsselfeldern auseinandersetzt, kann man auch nochmal den einen oder anderen halben Punkt retten. Der dritte Tipp gilt eigentlich für Spieler aller Spielstärken. Selbst die weltbesten Spieler bauen Taktiktraining in ihr tägliches Schachtraining mit ein. Denn Taktik entscheidet fast jede Partie. Selbst auf Großmeisterniveau passieren regelmäßig taktische Fehler, durch die man ausnutzen kann und die man gewinnen kann. Ich habe euch hier mal eine beispielhafte Aufgabe mitgebracht. Gerne könnt ihr mir die Lösung unten in die Kommentare schreiben. Für Anfänger empfehle ich insbesondere das Lösen von Aufgaben mit Matt in 1, Matt in 2, einfache Figuren gewinnen. Dazu findet ihr auch jede Menge Material hier auf Lichess oder auf Seiten eurer Wahl natürlich. Beim vierten Tipp geht es um das Spielen. Das macht mir persönlich und wahrscheinlich euch auch meisten Spaß, und tatsächlich kann es auch effektives Training darstellen. Besten wären natürlich Langzeitschachpartien, das heißt Partien mit einer Bedenkzeit von zum Beispiel 90 Minuten plus 30 Sekunden gegen einen Gegner an einem echten Brett, so wie es vor Corona möglich war und so wie es nach Corona hoffentlich auch wieder möglich sein wird. Solange dies aber nicht möglich ist, gehen natürlich auch Online-Partien. Da solltet ihr euch auch eine etwas längere Bedenkzeit aussuchen, das heißt Schnellschachpartien. Mir aus auch Langzeitschach online, wenn ihr da passende Gegner findet. Aber auch Blitz eignet sich, um sich selbst zu verbessern. Auch wie verbessert man sich jetzt nur durch Spielen? Durch das reine Spielen wird man natürlich auch etwas besser, aber man sollte sich die Partien im Nachhinein angucken.
Idealerweise mit einem spielstarken Trainer. Das heißt, ihr könnt gerne auch mal auf meiner Trainerseite vorbeischauen, die ist unten in der Beschreibung verlinkt. Habt ihr aber keinen Trainer, ist das auch kein Problem. Das heißt, ihr könnt auch die Partien selbstständig analysieren. Das heißt, ihr nutzt auf LeeChess die Analysefunktion. Geht hier unten auf Computeranalyse. Das war jetzt nicht ganz zu sehen, aber darunter sind so Balken und da kann man auf Computeranalyse klicken. Dann seht ihr hier die Ausschlagung der Engine. Und hier auf der rechten Seite seht ihr, wie viele Ungenauigkeiten und Fehler der Gegner gebracht hat. Ihr selber. Und ihr könnt aus euren eigenen Fehlern lernen. Zusätzlich könnt ihr natürlich die Partie hier durchklicken. Solltet das hier erstmal ohne Engine machen und einfach die Partie so durchgehen und gucken, ob ihr ja selbstständig Verbesserungen findet. Weil oftmals weiß man, insbesondere wenn man eine Partie verloren hat, natürlich schon an welchen Stellen es gehapert hat und kann dann selbstständig nach Verbesserungen suchen. Danach würde ich dann hier dieses Lernen aus den Fehlern machen. Und in der Eröffnung würde ich mir hier das Eröffnungsbuch auswählen. Das heißt, ihr klickt hier einmal unten drauf. Dann könnt ihr hier raus, wird euch hier unten das Eröffnungsbuch angezeigt. Und ihr könnt gucken, wie gut eure Züge scoren. Das heißt, umso mehr Prozent für Weiß oder Schwarz, umso besser, beziehungsweise umso häufiger werden Partien mit diesen Zügen gewonnen. Wichtig ist dabei, dass ihr hier oben das Zahnrad klickt und dann bei der Datenbank am besten Masters ausgewählt habt. Das heißt, ihr wollt hier nur Spieler mit einer Fidelwertungszahl von über 2200 haben. Da das zwar noch kein Versprechen ist, aber immerhin ein Indiz dafür, dass die Züge ordentlich sind. Aber natürlich auch Spieler über 2200 spielen mal ziemlich einen Quatsch oder haben einen schlechten Tag. Das heißt, da solltet ihr natürlich auch nicht blind vertrauen. Aber es ist schon mal ein guter Hinweis, beziehungsweise eine gute Möglichkeit, in der Öffnung zu lernen oder generell ein Schachspiel durch Spielen verbessern. Als letzten Tipp möchte ich euch mit auf den Weg geben, dass sich im Schach zu verbessern ein langwieriger Weg ist und man nicht unbedingt merkt, wie wenn man zum Beispiel Kraftsport macht, dass man am nächsten Tag, wo man viel gemacht hat, einen Muskelkater hat. Das hat man im Schach nicht. Das heißt, die Fortschritte sind nicht so einfach zu erkennen oder erst nach einer langen Zeit zu sehen. Mag das eine Woche sein, mag das 2 Wochen sein, mag das vielleicht sogar ein Monat sein. Wichtigste ist, dass ihr dran bleibt. Das heißt, dass ihr jeden Tag etwas für euer Schach macht. Sei es nur das Lösen von Taktikaufgaben, da empfehle ich mindestens 6 Stück pro Tag. Das kostet nicht viel Zeit, kann man auch machen, während man in der Bahn zur Arbeit fährt oder während man auf der Toilette sitzt, kann man auf seinem Schachheft blättern und versuchen, ein paar Aufgaben zu lösen. Das heißt, etwas Zeit ist immer da, man muss sie sich nur schaffen. Und bleibt beständig, bleibt dran, verliert nicht den Spaß. Wenn ihr überhaupt keinen Spaß mehr am Schach habt, macht mal eine Pause. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass ihr dran bleibt, dass ihr fokussierter bleibt und dass ihr jeden Tag etwas macht. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst es mich doch gerne durch eine positive Bewertung oder einen Kommentar wissen. Auch würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos unten abonniert. Dann verpasst ihr kein weiteres Video, wenn ihr Glocke aktiviert. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Erfolg in euren Schachpartien.